die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, das ist heute ein guter Zeitpunkt, einmal zurückzublicken, auch auf die letzte Legislaturperiode. Und da haben wir als Verkehrspolitiker hier Jahr für Jahr gestanden und wir haben gekämpft um unsere Investitionslinie. Und unser Ziel damals ist immer gewesen, wir wollen die Investitionslinie von 10 Milliarden Euro halten. Und das war ein schwieriger Kampf. Und wir waren am Ende der Periode wirklich froh und glücklich und zufrieden mit unserer Arbeit, dass wir es geschafft haben. Und wir reden jetzt in dieser Periode, auch heute in dieser Haushaltsberatung, aber über ein ganz anderes Finanzierungsniveau. Denn nicht mehr 10 Milliarden ist die Ziellatte, sondern 16 Milliarden ist das, worüber wir jetzt reden. Und das ist ein unglaublich großer Erfolg für den Verkehrsminister, für diese Koalition, für den Finanzminister und insbesondere für alle Nutzer des Verkehrs in Deutschland. Und dazu gehört auch, wenn das Thema Maut hier schon einmal gefallen ist, dass fast unbemerkt von der Öffentlichkeit sehr effizient und erfolgreich das Thema Lkw-Maut neu aufgestellt worden ist. 1000 weitere Kilometer an Bundesfernstraßen, die jetzt bemautet werden. Die Vorbereitungen laufen, auch die Maut auf allen Fernstraßen zu erheben und damit ein weiteres Einnahmepotenzial von bis zu 2 Milliarden Euro pro Jahr zu erschließen. Wenn man sich zurückerinnert, wie schwierig der Beginn mit Toll Collect gewesen ist, kann ich auch hier nur ein Kompliment an die Bundesregierung und den Minister machen, wie geräuschlos und effizient er es geschafft hat, diese wichtige Einnahmequelle der Lkw-Maut so auszubauen. Und meine Damen und Herren, damit sind jetzt Dinge möglich, die auch in der Vergangenheit nahezu unmöglich erschienen. Der Kollege Wittke und ich als begeisterte Radfahrer, auch wenn das hier in Berlin immer schon eine gefährliche Sache ist, sind begeistert, dass jetzt zum ersten Mal auch die Radwege mit gefördert werden. Und wir haben fast den Giro Steuerhahn vergessen. Also Sie sehen, es gibt viele aktive Alltagsradler in unserer Fraktion und insofern, glaube ich, sind hier auch die Ziele der neuen Mobilität in der Tat auch erfüllt. Und was wir aber insbesondere in dieser Periode geschafft haben, ist, dass wir das Thema auch der digitalen Infrastruktur nach vorne gebracht haben. Denn wenn Sie sich zurückerinnern, in der letzten Legislaturperiode war es so, dass das Thema Breitbandausbau Aufgabe des Wirtschaftsministeriums gewesen ist. Ich könnte jetzt beliebig jemanden fragen, ob er sich noch daran erinnern kann, was an Erfolgen da erzielt worden ist. Und da wird Ihnen nicht besonders viel einfallen. Ich glaube, dass es gut ist, und die Entscheidung war die richtige, zu sagen, da wo Straßen, Wasserwege und Schienenwege geplant werden, da können auch digitale Verkehrswege gut geplant werden. Und das hat diese Änderung doch bewiesen, dass das Verkehrsministerium begonnen hat, mit seiner Kompetenz im Tiefbau und in der Planung von Infrastrukturen hier einen ganz neuen Ansatz zu fahren. Und der Minister hat es ja schon gesagt, wir sind begonnen mit 2,7 Milliarden Euro. Das war überhaupt das erste Förderprogramm des Bundes, was es bisher für den Breitbandausbau gegeben hat. Und wir haben inzwischen dieses Programm auf 4 Milliarden Euro erhöht. Und wenn ich das hier heute auch mal so sagen darf, ich persönlich halte es für eine wichtige Aufgabe, das auch in der Zukunft fortzuführen. Die Förderung des Breitbandausbaus, insbesondere in den ländlichen Regionen, wo der Markt selbst eigenwirtschaftlich nicht es leisten kann, diese Aufgabe muss und wird eine Aufgabe auch in der Zukunft bleiben. Denn die 50 Megabit, die heute das Ziel sind, werden in 5 und in 10 Jahren nicht mehr die geeignete technische Latte sein. Und deshalb müssen wir dieses Programm auch in die Zukunft führen. Wir haben jetzt zusätzlich auch noch ein Programm gemacht für die Gewerbegebiete. Denn im Koalitionsvertrag und in der Debatte war immer die Rede davon, dass alle Haushalte in Deutschland einen Zugang zum Netz brauchen. Ein kleiner, aber feiner Unterschied, insbesondere auch in den Förderrichtlinien und die 300 Millionen für die Anbindung von Gewerbegebieten sind ebenfalls die richtige Maßnahme. Und jetzt müssen wir einmal über die Frage, ja nicht nur im ländlichen Raum, Sie werden lachen, Frau Kollegin, ich habe mitten in Düsseldorf im Hafen Gebiete, die sind unerschlossen. Also da brauchen Sie gar nicht so sehr in den ländlichen Raum zu gucken. Das muss überall da stattfinden, wo es den
Bedarf gibt am Ende. So, und das, was mich, wenn wir schon beim Düsseldorfer Hafen sind, was mich allerdings sorgt, ist die Frage, wie diese Mittel eigentlich auch unter die Erde kommen. Und ich glaube, es ist ein großer Erfolg für die Regierung. Ich lese mal die Zahlen vor, dass wir jetzt mit diesem Programm schon am heutigen Tag 717 Anträge genehmigt haben, 1,3 Milliarden Förderzusage und Bescheide herausgegangen sind und 120.000 Kilometer neue Glasfasern gebaut werden. Aber, meine Damen und Herren, diese Verteilung ist asymmetrisch. Und das kennen wir schon aus dem Verkehrsbereich. Immer dann, wenn es ein Investitionsprogramm gab, ich erinnere mal an das Konjunkturprogramm 2, gab es Bundesländer, die hatten fertige Planungen und haben sehr großen Anteil an den Mitteln bekommen. Und andere Bundesländer, die haben schlicht und ergreifend es verpennt zu planen und sie standen ziemlich blank da. Und als Rheinländer tut mir das am Herzen weh zu sagen, Nordrhein-Westfalen gehört in den letzten Jahren leider immer zu den Schlafmützen. Und jetzt gucken sich, Kollege, da können Sie ja mal eine Zwischenfrage an den Kollegen Wittke stellen. Da war der einzige Verkehrsminister in NRW, der da mal neue Stellen geschaffen hat und ein paar Leute mit der Planung beauftragt hat. Und seitdem, manche träumen ja davon, er würde es wieder tun. Und ich glaube, die Wähler in Nordrhein-Westfalen sind schlau genug zu wissen, wie Verkehrspolitik vernünftig läuft. Und jetzt wiederholt sich das gleiche Drama, aber beim Breitband. Ich lese Ihnen mal die Zahlen vor. Also von den 717 Beschlüssen oder Bescheiden sind gerade mal sieben von 717 nach Nordrhein-Westfalen gegangen. Und das liegt nicht daran, dass hier irgendjemand unfair geurteilt hat, sondern es wurde auch gar nicht mehr beantragt. Also es gab noch ein paar Anträge mehr, aber im Wesentlichen ist das Problem ein Antragsproblem. Und die gehen alle richtig nach Mecklenburg-Vorpommern. 457 Millionen der letzten Periode. Und dann habe ich jetzt einmal die Frage gestellt, wie kommt das eigentlich? Und die Antwort ist relativ verblüffend. Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land mit 1,6 Millionen Einwohnern. Die haben 15 Stellen, 15 Leute Vollzeit, die die Kommunen beraten, um solche Förderanträge zu stellen. 15 Vollzeitstellen, 1,6 Millionen Einwohner. Nordrhein-Westfalen, 18 Millionen Einwohner, das Elffache. Warten Sie mal, wie viele Stellen es gibt in dieser ganzen Staatskanzlei. Drei. Drei Stellen in Nordrhein-Westfalen für 18 Millionen versus 15 Stellen für 1,6 Millionen. Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube auch nicht daran, dass irgendeiner bei den Kommunen nicht schlau genug ist. Wir haben fleißige Landräte und Oberbürgermeister. Nein, wir haben eine Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Denen ist das schlicht und ergreifend scheißegal. Entschuldigen Sie meinen unparlamentarischen Ausdruck. So, und das reiht sich leider ein in eine unendliche Reihe von Versäumnissen in Nordrhein-Westfalen. Wir sind ja in den Haushaltsberatungen. Wir haben jetzt den vierten Haushalt in Folge hier im Bund ohne neue Schulden. Und mit den gleichen Steuereinnahmen und den gleichen niedrigen Zinsen hat Nordrhein-Westfalen die höchsten Schulden aller Zeiten. Das ist doch kein Zufall. Und die Menschen in diesem Lande wissen, dass sie im Mai nächsten Jahres auch die Möglichkeit haben, hier für eine bessere Politik abzustimmen, meine Damen und Herren. Ich war mal Landtagsabgeordneter. Das war auch eine wirklich gute Zeit. Und ich glaube, diese guten Zeiten, die wir schon mal hatten nach 2005 mit Jürgen Rüttgers, die werden auch wiederkommen. So. Also. Ich sehe, es gibt auch keine Sachargumente mehr bei den Zwischenrufern. Das bestätigt mich in meinem Urteil. Meine Damen und Herren, die letzten 10 Sekunden möchte ich jetzt noch nutzen, zu sagen, ich freue mich, dass wir hier für diesen Haushalt wirklich vieles für den Verkehr und vieles für die Infrastruktur in diesem Land erreicht haben. Ich bin froh und stolz, daran mitarbeiten zu dürfen. Und ich freue mich darauf, das alles auch noch weiter im nächsten Jahr entstehen zu lassen. Vielen Dank. Das war